So, unmittelbar nach dem zweiten Halbfinale der Damen sprechen wir mit Anita Parey, beste Spielerin dieser Partie gegen Weißenfels. Aber am Ende habt ihr 4-0 verloren. Seid ihr mit dem Ausgang sicherlich nicht zufrieden, oder? Im Gegenteil. Wir sind extrem zufrieden. Wir haben sehr gut gespielt. Wir haben gegen den amtierenden deutschen Meister nur mit 4-0 verloren. Wir haben über viele gute Pässe gezeigt. Sicherlich war nach vorne, waren wir nicht so aktiv. Aber für unsere erste Großfeldsaison seit, glaube ich, 3 Jahren war es extrem gut. Was habt ihr euch vorgenommen heute in dieser Partie? Erfahrung sammeln und Spaß haben. Ihr habt das ja, oder zumindest versucht, mit euren Mitteln und Möglichkeiten versucht, den Weißenfelser so ein bisschen schwer zu machen. Erstmal eng und kompakt in der Defensive stehen. War das so gewollt, oder? Absolut, ja. Die Weißenfelser haben sich ja auch ein bisschen schwer damit getan, wirklich. Haben den Ball zwar schön laufen lassen, aber kamen nicht so richtig vors Tor und konnten ihre Chancen vor allen Dingen nicht so richtig nutzen. Insbesondere eure Torhüterin auch einen guten Job gemacht heute, oder? Ja, Freier war definitiv die beste Spielerin. Nun gibt es jetzt leider kein Spiel um Platz 3, was ein bisschen schade ist. Ihr habt ja auch eine relativ lange Anreise. Ist für euch ist ja jetzt das Final Four beendet, aber bleibt ihr noch hier und genießt noch so ein bisschen das Final Four Wochenende, oder? Ja, wir bleiben auf alle Fälle bis morgen hier. Jetzt spielen nachher unsere Herren, die unterstützen wir natürlich gerade kräftig. Ob wir heute Nacht noch eine Mannschaft zusammenkriegen, wissen wir noch nicht. Aber wir bleiben auch morgen noch, zumindest bis zum Damenfinale. Ist ja morgen im Finale Grimma gegen Weißenfels. Wem drückt ihr da die Daumen? Ja, wenn Weißenfels Meister ist, könnte er Grimma Pokalsieger werden. Wir schauen mal, wie es ausgeht. Danken dir erstmal für den Moment und wünschen euch noch ein schönes Wochenende hier in Ingolstadt. Danke. Wir verabschieden uns und hören uns später wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.